Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stempelwiese TV. Ich möchte euch heute mal das neue Spielzeug von Stampin' Up näher bringen, und zwar dieses Falz- und Stanzbrett. Also für mich ist es einfach Umschlagboard oder Envelopeboard oder ja, Umschlagbrett. Brett klingt halt so blöd. Also Umschlagboard ist für mich halt mein gängiges Wort. Und ja, also ich bin hellauf begeistert, weil mit dem Tool kann man nicht nur Umschläge machen, sondern auch Verpackungen habe ich gesehen. Ich habe gesehen, man kann damit auch Tabs machen, so sprich so für Karteireiter, für Rezepte oder als Einschubkarten oder so. Knallbonbon habe ich gesehen, gerade wenn man jetzt diese Knallbonbon-Stanze für die Big Shot nicht mehr hat, kann man jetzt wunderbar mit dem Brett machen. Ach, und Umschläge kann man damit machen. Ich möchte euch heute erstmal nur das Brett zeigen, wie es halt ganz normal für das, was es gedacht war, funktioniert, also sprich für Umschläge. Das ist jetzt das Brett, mal ein bisschen aus der Nähe. Hier oben diese gedruckten Nummern, das sind die Inch-Angaben zum Anlegen. Und hier unten diese, das sind schon eingeprägt, das sind die Zentimeter-Angaben, weil viele ja immer noch gern mit Zentimeter arbeiten, wie ich auch. Hier diese große Tabelle da mit den vielen Linien, das ist halt diese Tabelle, nach der man geht, wenn man halt einen passenden Umschlag zu einer Karte machen möchte. Dazu komme ich gleich. In der Verpackung, also in der Schachtel, die ihr dann bekommt, ist dann noch so ein Aufkleber dabei. Da sind dann die deutschen Maße drauf. Also sprich, das sind jetzt alles Zentimetermaße für den Umschlag. Und hier vorne, das sind die Maße für dann, nach der der Umschlag dann gemacht werden soll. Könnt ihr euch draufkleben, ich mache es jetzt nicht, weil ab und zu brauchst du ja vielleicht doch mal Inch, also würde ich jetzt noch lassen. Und es war auch noch eine Anleitung dabei, aber hier ist es. Das ist dann auch noch mit dabei, wo es dann auch noch mal grob erklärt wird, nach was ihr gehen müsst in der Tabelle, wie ihr das dann anlegen müsst. Also falls ihr jetzt das Video dann nicht zur Hand habt oder daheim was machen wollt, das geht auch. So. Ich habe ja auf dem Blog geschrieben, also die Angabe ist von Stampin' Up, dass die, weil hier oben ist so ein Puncher drin, seht ihr auch gleich, wie das funktioniert, dass der bis zu 1000 Stanzdingern, schlag mich tot, funktioniert, also scharf ist. Nun haben viele gefragt, ob man halt dieses Stanzteil auch austauschen kann, wenn es dann nach 1000 Mal stumpf wird. Nein, denn wie ihr jetzt hier seht, ist das genauso eine Gussform wie bei den normalen Handstanzen auch. Also so wie hier. Das heißt, sollte die irgendwann stumpf sein, könnt ihr dann immer noch mit so Hausmittelchen wie Alufolie stanzen und so versuchen, das wieder scharf zu kriegen. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass nach 1000 Schluss ist. Also ich denke mal, das kommt halt drauf an. Also. Und 1000 Mal stanzen ist halt auch eine Weile. Genau. Und wie ihr hier seht, ist auch ein Messer, also ein Falzmesser mit dabei. Das ist halt, kann man hier rausziehen aus der Seite. Was ihr dann halt braucht, um die Rillen zu ziehen. Das macht gleich draußen. Ihr könnt bis zu 66 Umschlaggrößen machen laut dieser Tabelle. Das ist Inch und 66 laut Zentimeter. Ich mal vorbereitet. Das ist jetzt der größte Umschlag laut Zentimeter-Tabelle für 15,2 mal 21,6. Also das ist jetzt der größte Umschlag, der geht. Das Papier ist halt 29,2 mal 29,2 und dann kommt so ein Ding raus. Und das ist der kleinste, der süßeste. Und der ist dann halt hier auf der Tabelle. Mit 12,7 mal 12,7.
Papiergröße. Also hier fängt das Kleinste an, geht dann hier so rüber. Genau, und wenn ihr jetzt eine Karte habt und wollt dafür einen passenden Umschlag, dann geht es vor, also das ist jetzt normale Kartengröße, die lege ich mir halt dann an und sehe, die ist jetzt 10,5 mal 14,5. Dann müsst ihr jetzt nach der kürzesten Größe gehen, halt Zentimeter, so. So, 10,5, sprich hier, 10,5 mal 14,8, also wäre perfekt. Dafür ist jetzt die Größe gut. Das heißt, unser Papier muss 20,3 mal 20,3 sein. Schneiden wir gleich mal vor. So, 20,3. Was ihr für Papier nehmt, ob ihr da Designerpapier nehmt oder normalen Cardstock, ist euch überlassen. Ich würde euch nur schauen, dass ihr bei, wenn ihr die Briefe dann verschickt oder die Karten, dass ihr möglichst einen hellen Farbkarton nehmt. Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Es war eine Zeit lang bei der Post so, dass wenn gemusterte Umschläge waren oder mit zu dunkles Farbpapier, dann musste man dann extra zahlen und das war auch nicht wenig. Also dann lieber klebt es euch auf so ein Designerpapier noch so ein Stück weißes Etikett drauf, wo ihr dann die Anschrift mit drauf schreibt. So, jetzt haben wir das jetzt geschnitten. Laut der Tabelle, also 14,5, muss ich jetzt das Papier, das ist dann das hier hinten, bei 8,7 anlegen. Das heißt, hier gehe ich schon an meiner Zentimeter-Einheit. So, 8,7. Das wäre dann so. Genau. Jetzt habe ich hier ja den Knopf. Das heißt, ich muss halt, damit der Brief dann am Schluss zusammengefaltet werden kann, vorher stanzen. Das heißt, stanzen und ziehe jetzt eine Rille. Dazu lege ich das Messer hier ganz an und ziehe das Messer der Rille nach. Hier drunter ist so eine Rille. Seht ihr ja. Jetzt kann ich die Skala weglassen. Ich brauchte nur die einmal, um am Anfang meine erste Rille zu ziehen. Weil jetzt kann ich die Rille, die ich jetzt hier gezogen habe, also ob man das ein bisschen erkennen kann durch das Designerpapier, lege ich jetzt genau hier auf der Nase an. Also das hier oben ist halt vergessen. Stanzen und wieder Falz ziehen. Nochmal anlegen, wieder die Falz auf an die Nase anlegen, stanzen, Rille ziehen, anlegen. Das müsst ihr dann viermal machen und dann sieht es am Ende so aus. Ein Stück raus. So. Hier mal, dass man das besser sieht. Also das Papier sieht am Ende so aus mit den Falzungen und den Einkerbungen und das wird jetzt unser Umschlag. So, da jetzt hier kein Auffangbehälter ist für die Stanzteile, fällt das halt unten raus. Bevor ich das jetzt zusammenklebe, also ich gehe einfach nochmal die ganzen Falzungen nach, möchte ich mir für den Innenteil des Umschlags noch was extra machen. So, jetzt ist der Umschlag fertig. Und zwar hier, dass man dieses Muster nicht sieht, sondern halt passend zur Karte, was innen eingelegt werden soll. Das machen wir jetzt auch noch. Man kann jetzt noch hergehen und das Papier hier oben einlegen und kann das super als Eckenabrunder benutzen, auch für andere Arbeiten oder für Karten. Einfach oben reinschieben, stanzen und dann ist es rund. Das Teil hier könnt ihr entweder gerade wegschneiden oder wie ich es hier beim Kleinen gemacht habe,
Ich habe es halt ausgestanzt mit einem Ovalteil. Oder ihr tut es das auch stanzen, dass das halt so rund ist. Die Seitenteile braucht ihr nicht, weil das sieht keiner, wenn ihr das dann aufklebt. So, das heißt, wenn ich jetzt für das Innenteil von dem Umschlag das noch machen möchte, messe ich mir das jetzt erstmal vorher aus. Fragt mich jetzt nicht wieso, aber ihr müsst das Lineal hier oben an der Spitze anlegen und hier in der Einkerbung und das dann ausmessen. Das heißt dann so, also das Papier, was wir jetzt brauchen, ist halt hier schräg, ne? Das Papier, was wir brauchen, muss jetzt 11,4 sein. Das heißt, ich schneide mir jetzt das Quadrat. Und damit das jetzt in den Umschlag passt, lege ich das jetzt hier auch bei 11,4 an. Ihr könnt es auch so 3 bis 4 mm nach rechts rücken und dann diese Einkerbung machen. Also wir brauchen jetzt das Falzenmesser nicht. 11,4 ist es breit, da könnt ihr es anlegen. Ich mache jetzt mal 11,2. Dann drehen wir das Papier einmal so rum. Nee, so. Sprich, die, also einmal so diagonal. Sprich, die Auskerbung muss dann gegenüberliegend sein. Jetzt mache ich nochmal 11,2. Und das muss dann, wenn ihr das so vor euch habt, so ausschauen. Jetzt können wir das wieder beiseite legen. So, halt abrunden noch. Damit die Ecke oben dann auch passt zum Umschlag. Wieder hier reinschieben. Und abrunden. So. Und jetzt kann ich das hier einkleben, dass das genau passt. Wenn ihr Umschläge verschickt, dann nehmt am besten doppelseitiges Klebeband, weil normaler Kleberoller, der hält das dann sehr schlecht zusammen. Man weiß ja nicht, welchen Weg der Brief nimmt. So, jetzt klebt das drin. Jetzt können wir das hier auch zukleben und jetzt sieht man, das hier ist alles weg. Also, dass das bloß so ein Stück Papier ist, ist wurscht. Jetzt ist das schön weg. Wenn ich jetzt einen Umschlag verschenke, nehme ich meistens Flüssigkleber. Geht auch ganz fix. So. Und ja. Und fertig ist halt unser Umschlag. Jetzt kann ich die Karte hier ganz bequem reinschieben. Muss halt dann, je nachdem, was ihr auf der Karte gemacht habt, aufpassen, dass er nicht hängen bleibt. Genau. Und die ist fertig. Ich würde halt gern die Karte im geöffneten Umschlag überreichen. Deswegen knicke ich das jetzt hier nicht. Das heißt, man kann die halt so schön drapieren. Und fertig. Genau. Je nachdem, wie viel ihr aufgebaut habt, also wie voluminös eure Karte ist, solltet ihr vielleicht dann vom Umschlag her das nächstgrößere nehmen, damit ihr da nicht in Schwulitäten kommt, wenn es halt zu eng wird beim Reinschieben. Es ist halt dann immer eine sichere Sache. Genau. So viel dazu. Wie das alles funktioniert und was man alles für schöne Verpackungen machen kann, das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Ich wollte euch nur jetzt mal das Brett so näher bringen. Ich hoffe, ihr werdet es genauso lieben wie ich, weil ich bin sehr überzeugt davon. Es ist leicht, es ist handlich, es klappert nichts und es ist nichts lose dran. Gut, das mit dem Teil hier, das muss man mal schauen. So vielleicht das irgendwie hier festklebt. Gucken, was mir da einfällt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß für die, die das schon haben und die, die es noch nicht haben, kauft es euch. Es ist wirklich toll. Ja, wenn irgendwelche Fragen dazu sind, meldet sie euch. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!